bin halt aus der Dings rausgeflogen. Wie ich gesehen habe, in der Aufwärmrunde, wie du im Auto sitzt, war mir klar, dass das nichts wird. So sitzt man in kein Auto. Du hast in der Aufwärmrunde, in der ersten Kurve, warst da unten fast ins Kiesbeck gefahren. Ja. So, Katharina, tut man nicht Auto fahren. Nicht einmal auf der Playstation. Und schon gar nicht in Wahrheit. So fahren. Also wenn mit 200 so über die Autobahn fährt, das ist ein Dumm-Dumm-Geschoss. Stellt euch vor, plötzlich kommt was auf die Straße gelaufen. Was auch immer. Was machen wir? Lenken geht nicht, weil die Arme sind zu kurz. Also halte ich mich am Lenkrad fest. Das ist ja ein Lenkrad und kein Halterrad. Aber gut, ich halte mich fest, ziehe mich nach vorne. Das heißt, die ersten 50, 100 Meter gehören dem Traktor, der da steht. Ja? Weil es ist ja noch nichts passiert. Und dann fange ich an auszuweichen. Ich lenke also nach links von mir aus. Und was passiert jetzt? Ich lehne mich nicht mehr an. Ich habe keinen Halt mehr im Rücken. Also an der Lehne. Und liege im günstigsten Falle meiner Beifahrerin auf dem Schoß. Sollte es jetzt tatsächlich der Aufprall unvermeidbar sein, was mache ich? Ich stehe mit den Zehenspitzen voll auf der Bremse, tritt die Kupplung durch, bei einer Vollbremsung tritt mir die Kupplung durch und stütze mich am Lenkrad ab und es knallt. Und was ist jetzt? Handgelenke, Ellenbogen, Schulter, Becken, Knie, alles ist hin. Ja? Weil nichts nachgeben kann. Habt ihr schon mal einen DTM-Piloten oder einen Tourenwagen-Piloten gesehen, wie der im Auto sitzt? Ganz nah. Also warum? Weil es besser ist. Ganz einfach, weil es besser ist. Es gibt eine ganz gute Eselsbrücke, wenn man den Puls, ja, den Handwurzelknochen, oben auf dem Lenkradkranz legt. Sollte die Schulter durch die Lehne berühren.